ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Heute kommt wieder ein leckeres, knuspriges und praktisches Gebäckrezept von mir mit fertigem Jufka. Das ist auf die Schnelle vorbereitet und kommt dann auch gleich zu den Zutaten. Ich habe hier eine Packung frische Jufka. Viele fragen mich, wo ich mein Jufka kaufe, weil vieles hier nicht gut ist, zu hart, zu brüchig. Ich kaufe dann meins natürlich auch im türkischen Laden, aber ihr müsst dann diesen Blätterteig nehmen, der täglich produziert wird. Also tägliche frische Jufka nennt sich das. Und ich zeige eigentlich hier ungern Marken und mache auch keine Werbung. Aber das wollte ich euch unbedingt mal zeigen, weil ich werde immer wieder danach gefragt. Und das könnt ihr nehmen, dies ist sehr gut. Ist natürlich nicht so wie in der Türkei, aber besser als die anderen. So will ich das mal ausdrücken. So, jetzt werde ich meinen Jufka einfach öffnen. Ich habe hier ungefähr 150 ml Öl und 3 Esslöffel Mehl. Ich werde das jetzt miteinander vermischen. Ich werde jetzt eine Seite mit der Ölmischung bestreichen, jede Ecke und Lücke, also ihr lasst da nichts offen, und schlage dann die andere Seite darauf. Ihr seht, dass das immer noch nicht so gut ist, aber besser als die anderen. Auf diese Seite werde ich dann jetzt mein Käse draufgeben. Das ist jetzt ein bisschen verkehrt. Ich bin jetzt Linkshänderin und rolle das dann einfach ein. Wenn das kaputt geht, ist das überhaupt kein Problem, weil wir werden die ja sowieso noch in kleine Stücke schneiden. Deswegen macht euch jetzt keinen Stress daraus. Und hier mache ich das genauso. Das macht ihr dann jetzt mit allen Jufkas. Da sind immer 3 Stück drin. Ne? Jetzt könnt ihr die einfach zurechtschneiden. Wie groß ihr die haben möchtet, ist natürlich euch überlassen. Jetzt könnt ihr die erstmal mit Eigelb bestreichen. Bestreuen, dann kommen die bei 170 Grad in den Ofen. Die werden dann einfach goldbraun gebacken. Ich denke mal, so eine halbe Stunde müsste reichen. Müsst ihr einfach mal gucken. So sehen dann meine knusprigen Jufka-Böreks aus. Die sind richtig super, super lecker geworden. Auf meinem neuen Kanal Aynur's Welt praktische Rezepte und praktische Tipps habe ich euch gestern das Video hochgeladen, wie ihr Paprikaschoten richtig einfrieren könnt und worauf ihr beim Kochen achten müsst. Schaut euch das Video unbedingt an. Den Link findet ihr unten in der Infobox. Hoffentlich hat euch auch dieses Rezept gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Videos teilen würdet. Und kommentier natürlich, falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du den jetzt abonnieren und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.